Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Maren und Michaela – Ehrlich und authentisch. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast und uns lauschen magst. Wir erzählen dir von uns aus unserem Leben verschiedene Themen, die uns alle 14 Tage beschäftigen und über die wir gerne für dich auch sprechen möchten. Und vielleicht ist es eine Inspiration für dich, auch bei dir bei manchen Dingen hinzuschauen oder auch manches von dir gelassener zu nehmen. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören. Ja, hallo, liebe Ella. 2 Wochen vorbei und ich muss dir erstmal was erzählen von einer Kundin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass unser Vorwegspruch, dass ich da einen Fehler reingebaut habe. Ich habe da nämlich feel the different gesagt, so wie du es mir aufgeschrieben hattest. Und sie sagt, es ist the difference, Maren. Also das wollte ich dir jetzt schon die ganze Zeit sagen. Ich höre immer euren Podcast und habe den abonniert. Aber das muss ich dir schon nochmal sagen. Also ich darf unsere Einleitung in unserem Podcast nochmal überarbeiten. Okay. Ich weiß es gar nicht, wie die Einleitung ist. Guck mal, muss ich mir mal selber anhören. Ja, ich fand es total süß. Ich habe das genommen, also ich fand das so schön, was du mir damals geschrieben hast. Und keine Ahnung, warum dann ein Different da reingerutscht ist und nicht ein Difference und ich da nicht drüber nachgedacht habe oder wie auch immer. Ist ja egal. Ja, ist doch, Wir genau. sind einfach Menschen. So ist es. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist und schön, dass wir gemeinsam wieder Themen bewegen können. Und hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Schön, Ja. dass ihr da seid. Ja. Und Maren, magst du mal beginnen? Ja, also als erstes für die, die das Video gucken, ich finde es total süß, wie meine Katze sich völlig entspannt in ihre Hängematte gelegt hat und jetzt wir eine lauschende Zuhörerin haben. Und die liebe Ella und ich, wir haben uns kurz vor der Aufnahme jetzt noch ausgetauscht, was vielleicht ein schönes Thema für euch sein könnte. Und da ist uns das Thema Entspannung gekommen und wie kann jeder für sich sorgen, beziehungsweise es ist okay, unterschiedlich zu sein. Mir ist dieses Thema so durch den Kopf gegangen, weil wenn man Ella auf Instagram beobachtet und ihre Stories jeden Tag sieht, dann sieht man, dass Ella ganz viel in der Natur ist und ganz viele tolle, schöne, ruhige Dinge für sich macht. Und ich habe mich dieses Jahr neu beobachten können mit dem Moment, wo ich seit Dezember mehr Zeit für mich habe. Und da ist jetzt ja mal schon der 4. Monat. Jetzt ist es noch 10 Tage, dann habe ich 4 Monate mehr Zeit für mich und was ich daran an mir beobachtet habe. Und dass es aber okay ist, so zu sein, wie man ist und man sich keinen Druck machen soll oder braucht, nur weil manche Menschen etwas sagen. Magst du vielleicht gerade erzählen, wie? Ja, das kann ich machen. Ich habe jetzt gedacht, ich warte mal, ob du vielleicht zuerst möchtest. Nee, aber du machst es schön, seit 4 Monaten hast du jetzt mehr Zeit und was, genau, vielleicht magst du mit uns. Also mag ich vorweg sagen, dass ich ja lange Zeit in der Community von Veit Lindau war und zig 100 Kurse bei ihm gemacht habe und die Bücher gelesen habe und dann irgendwelche Kurse, in denen viel Meditation war und viele Rituale, die ich dann morgens oder abends oder so gemacht habe. Und es fiel mir eine Zeit lang auch recht leicht, auch Meditation selber zu meditieren. Und dann ist aber so die letzten 2 Jahre und speziell das Jahr 2023, da habe ich schon gemerkt, oh, Meditationen fallen mir schwer. Also ich habe
so großes Gedankenkarussell in meinem Kopf, sobald ich mich hinlege, dass mir dann das zusätzliche Reden von jemandem zu viel ist. Ich brauche dann eigentlich einfach nur Stille. Und das war schon so der erste Prozess, dass wenn ich dann Zeit für mich hatte oder Ruhe und ich wusste, ich sollte jetzt auch eine Ruhepause machen, ich mich hingelegt habe und wenn dann das Gedankenkarussell losgegangen ist, habe ich mich bewusst meinem Atem, in der Stille meinem Atem zugewandt und mein Ein- und Ausatmen beobachtet und durfte da dann irgendwann auch lernen, mich nicht mehr unter Druck zu setzen, weil ich mir einen Wecker gestellt habe für in einer Stunde, dass ich wieder aufstehen muss. Oh, ich habe doch nur eine Stunde zum Schlafen, sondern da in diesem Prozess schon mal lernen durfte, anzunehmen, ja, es ist egal, wie lange ich in dieser Stunde schlafe, diese Stunde Ruhe und hier liegen tut mir schon ganz gut. Aber ich habe einfach nicht viel Ruhephasen für mich gehabt, weil ich ja viel gearbeitet habe und das Festival bis zum Sommer versucht hatte zu organisieren und so. Und seit Dezember, das sind jetzt fast 4 Monate, habe ich mehr Freizeit für mich und habe dann gedacht, ja, Chaka, und das nutze ich total für mich und tanke in der Zeit Kraft. Und ich durfte aber feststellen, dass ich gar nicht so viel Pausen haben darf, um in meiner Kraft zu sein, sondern dass es mich eher niederschlägt. Und ich in, ja, es fühlt sich an, also so ähnlich stelle ich mir depressive Zustände vor. Und da hab ich so drüber nachgedacht. Ja, ist es Traumafolge? Kann ich es nicht zulassen, die Ruhe? Oder reagiert mein Hirn und mein Organismus einfach anders auf zu viel Pause? Also komme ich dann in so eine, oh, wenn man ADHS hat, nennt man das, hat das auch so einen speziellen, also in so eine Paralyse, ja, so einen. Das habe ich für mich noch, also das habe ich für mich noch nicht rausgefunden, ob das so eine Paralyse ist, die es mir auch total schwer macht, dann wieder den Arsch zu bewegen, auf gut Deutsch gesagt. Oder ob es einfach, ja, ob mein Gehirn da einfach anders tickt. Genau. Ich meine, 4 Monate ist ja auch noch nicht viel Zeit, um rauszufinden, wie Ja. du wirklich tickst in der Freizeit. Ja. Von daher bist du bestimmt auch irgendwo so in einem Selbstfindungstrip. Ja, in gewisser Weise bestimmt schon, ja. Und aktuell ist es so. Ja. Aktuell ist es richtig so. Ja. Also Und ich will das auch gar nicht bewerten. Also das ist auch der Grund, weshalb ich es ja heute anspreche, weil ich glaube, dass viele Menschen sich massiv unter Druck setzen, wenn sie dann sich auf den Weg, auf die Reise machen in der Persönlichkeitsentwicklung und dann bei, ja, entweder bei ihren Coaches oder bei irgendwelchen spirituellen Lehrern, die in der Öffentlichkeit sind, die Kurse machen und wenn sie es dann nicht hinkriegen, ja, dass sie, ja, glauben, sie sind da falsch oder haben irgendeinen Mangel und haben Angst, das hinschmeißen zu müssen und dass Persönlichkeitsentwicklung nichts für sie ist oder so. Und das möchte ich gerne nehmen, weg, also oder beruhigen und sagen, jeder ist für, wie er ist und jeder darf in seinen Schritten gehen. Ja, und jeder ist in seinem Prozess da, wo er eben steht. Und das kann man gar nicht dann vergleichen. Also ja, weil einfach auch jeder ganz individuell erstens ist und ganz individuell auch in seinem Prozess ist. Und jeder braucht auch aufgrund von seiner Biografie ganz andere, finde ich, Stationen Ja. oder Tools, Methoden. Und ich finde, weil du vorhin gesagt hast, du warst lang bei Veit,
Das hat dir bestimmt viel gebracht. Und irgendwann bist du da rausgewachsen oder hast dein System hat irgendwie gemerkt, okay, jetzt ist was anderes dran. Ja, definitiv. Also ich glaube, auch da ist es kein richtig und falsch von Veit jetzt, dass wir können nicht ein Leben lang nur mit Veit gehen oder nur mit, ja. Oder mit Laura oder Mit irgendwie Laura und mit Verena oder was, ja, also die, so. ich meine, Gott sei Dank gibt es so viele da draußen, die ja eine bestimmte Größe haben, um die Menschen abzuholen, weil es hilft ja schon Millionen Menschen, die solchen Menschen einfach folgen können. Das gibt ja schon so ein Gefühl von, hey, da ist jemand, der versteht mich jetzt zumindest mal in dem Stadium, wo ich stehe. Der tut mir gut, da kann ich mich orientieren. Und es gilt halt immer herauszufinden, okay, wann spüre ich, kommt jetzt was anderes dran? Ja, genau. Also bei mir war es, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange ich beim Falt war. Ich glaube 7 Jahre oder so. Krass. Ja. Und bin jetzt aber seit 2 Jahren bin ich da nicht mehr in der Community. Und also für mich muss ich sagen, fühlt sich das total richtig und stimmig an. Und bin dann total froh gewesen, als ich zu Verena gekommen bin. So. Aber tatsächlich geht es mir mit allen Meditationen aktuell so. Also mir macht es total Freude, selber Meditationen zu entwickeln. Ich habe jetzt eine Weile noch keine aufgenommen, aber ich liebe das ganz arg, ja. Und das ist auch was, was mich selber beruhigt, wenn ich sie aufnehme, weil ich dann auch selber merke, dass ich währenddessen in einen anderen Modus komme. Aber wenn es darum geht, in Stille mir eine Meditation anzuhören, kann ich es nicht ertragen gerade. Weil, wahrscheinlich, weil ich so viel höre am Tag, mit so vielen Menschen spreche, so viele Menschen um mich rum habe, dass das eine zu hohe Anforderung für mich in dem Moment ist, wo ich Stille brauche. Ja, So. richtig. Und das durfte ich aber dann irgendwann für mich auch akzeptieren, dass das völlig okay ist. Und ich muss jetzt keinem Gerede zuhören und mich Ja. über ich, weil auch gar keine Stille ausgehalten hätte. So. Du warst jetzt kurzfristig weg. Ich weiß noch gar, ich weiß nicht, ob Bin es ich noch mal. jetzt wieder da? Bei mir kam ganz kurz eben, mein Internet sei instabil. Jetzt bist du wieder da und zu Okay. hören. Super. Vielleicht, ja. Ja. Ja, Wie also geht's dir mit Entspannung? was ich in meinem Leben beobachtet habe, ist auch, dass ich immer wieder Phasen habe, was anderes brauche. Und das merke ich an dem, dass mich etwas, was mich vielleicht eine Zeit lang entspannt hat, auf einmal stresst. Und da muss ich dann oder da darf ich dann einfach spüren, okay, was ist jetzt dran? Was brauche ich denn jetzt? Und da kann es auch sein, dass ich mal den Zuhörer wechsle. Also wenn ich eine Meditation lange von Verena gehört habe, habe ich ja echt lange, 2, 3 Jahre, habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie stresst mich das jetzt gerade aktuell. Was brauche ich denn? Dann hatte ich eine Zeit lang, so wie du, diese Ruhe gebraucht, mich einfach hinzusetzen und wirklich die Augen zu schließen und mir nur zuzuhören. Also mir selbst in der Stille zu merken, wow, okay, da gibt es ja auch was anzuhören.
Oh, guck mal, da kommt die Ja, da zweite. kommt noch die Ivy, genau. Süß. Zum richtigen Thema sind sie da. Ja, genau. Ja, dass ich das eine Zeit lang gebraucht habe, dann ist es schon immer die Natur, die mir ganz viel Nahrung gibt, also wo ich wirklich spüre, dass ich total runterkomme und mich auch so ein bisschen verliere drin, also so Zeit und Ort so völlig vergesse und im Moment bin, wo ich oft auch so Impulse bekomme, Inspirationen für irgendwie, ach, das könnte ich machen oder das möchte ich irgendwie teilen oder tatsächlich, was mir auch aktuell sehr hilft, ist spontan meine Tasche zu packen, Ja. ins Auto zu sitzen und wegzufahren. Okay. Also so Das heißt, an dieses einen ganz anderen Ort. ja, an einen ganz anderen Ort und zurückzukommen und aber auch zu spüren, hey, ich bin hier mega zu Hause. Ich bin so gerne hier und ich liebe es so sehr, hier zu sein, in meiner Wohnung. Aber irgendwie ist es dieses, wahrscheinlich dieses Freiheitsgefühl Ja. oder diese Flexibilität, die mir ganz viel Leichtigkeit schenkt, zu sagen, so, ich bin jetzt ganz spontan, ich packe jetzt meine Sachen, ich fahre jetzt irgendwo hin und ich vertraue darauf, dass ich irgendwo ankomme, dass ich auch was kriege dort, wo ich bin. Ah, das heißt, du informierst dich noch nicht mal vorher, ob die ein Zimmer frei haben irgendwo, oder du guckst noch nicht mal. Nicht, also oft buche ich was so Ja. kurzfristig davor, so ein, zwei Tage davor, aber ich habe es auch schon gemacht, dass ich einfach losgefahren bin und mich habe führen lassen. So völlig, ja, ich möchte das und das, das wäre meine Vorstellung. Und ich gucke jetzt einfach mal. Ah, Und ja. krass. Cool. Also das ist was, das könnte ich überhaupt nicht. Ja, hätte ich früher auch nicht, Maren. Boah, Okay. unvorstellbar. Also erstens alleine wegfahren. Ja. Unvorstellbar. Also da hätte ich zig Ängste im Rucksack dabei gehabt, die mich gelähmt hätten. Ja. Und so ziellos, also ziellos in Form von, ich habe es nicht quasi, ja, Vor fest, Augen. ja, so genau. Ja. Inzwischen habe ich das Ziel mental, Ja. emotional und lass mich von diesem Ziel einfach führen dann. Und guckst du dann unterwegs mal auf Google oder so, was da jetzt auf Google Maps zu sehen ist, was es in der Nähe gibt? Oder wie kommst du denn dann irgendwann an? Also ich habe ein grobes Ziel, wo ich in welches Gebiet ich möchte. Das Ja. schon. Ah, Also ich, okay. ja, das muss ich dazu sagen. Also es ist oft, sehr oft, mein Bodensee. Ich sage es Ja. schon, mein Bodensee. Ich Ja. hab ihn gepachtet. Nee, Okay. es ist mein Kraftort. Also da gehe ich inzwischen seit 4 Jahren oder so hin. Und ich merke, dass ich dort ganz anders angebunden bin an etwas. Und ich fühle mich dort so zu Hause. Und der Bodensee ist ja echt groß. Und da ist es mir dann echt wurscht. Ich fahre einfach mal los Richtung Bodensee. Ja, okay, das könnte ich mir jetzt für mich auch Ja. noch vorstellen. Oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, weil mein Kraftort ist der Hochgrat in Oberstaufen. Also also ich bin jetzt schon, ich glaube, seit Corona nicht mehr dort gewesen, aber also es ist auch mein innerer Kraftort, ja, wo ich mich hinbeame, wenn ich irgendwie, ja, Kraft brauche oder andere Bilder vor Augen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, da
einfach drauf loszufahren und ich werde schon eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Also da, also okay, das ist was. Also wenn ich wenigstens den Ort als Ziel habe, dann ja, da kann ich mir auch vorstellen. Und zur Not, also guckt man halt geschwind, ob es eine Ferienwohnung oder irgendwas gibt oder gibt ja auch irgendwelche Hütten oder so. Genau, Okay, super. es gibt ja zig Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass es jemand schafft. Ich meine, im Notfall übernachtet man halt im Auto, wäre Ja. auch eine Möglichkeit, aber man findet ja wirklich, man ist ja alleine, man braucht ja nur ein Zimmer. Es ist ja nicht so, dass man drei, vier Zimmer braucht. Und es gibt die Airbnb-Seite, es Ja. gibt die Hotelseite, es gibt ja alles Ja, Mögliche. ja. Also okay, also jetzt bin ich beruhigt. Also das wäre was, was ich mir noch vorstellen könnte. So völlig Völlig noch nicht planlos. nur, also noch nicht mal zu wissen, welche Richtung ich fahre. Ich glaube, ich würde im Auto sitzen und so. Naja, so, ich würde mich total verloren fühlen, auch wenn ich den Schutz meines Autos um mich hätte, also wenn ich keine Region als Ziel hätte, weil ich mir, glaube ich, die ganze Zeit selber erzählen würde, sag mal, warum bist du eigentlich ein bisschen bekloppt oder so? Wo soll es denn hingehen? Was willst du machen? So, aber eine Region bräuchte ich dann schon auch. Ja. Und das kann ich dann auch, also da fühle ich mich dann auch wohl mit. Also jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, ich mache. Ja, okay, es ist verbunden mit Lernen. Ich mache eine Weiterbildung für Autismus gerade dieses Jahr. Und dann fahre ich nach Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf muss ich da. Und das sind aber, dass solche Sachen sind auch überhaupt gar kein Thema. So, ich freue mich voll, alleine dann in meinem Hotel abends zu sitzen. Ja, obwohl es ganz einfach ist, aber da dann auch sacken zu lassen und meine Ruhe zu haben, mich zu entscheiden, will ich noch mit jemandem reden oder will ich nicht mehr mit jemandem reden. Ja, das kann ich dann auch. Oder wenn ich, also das ist was, was ich glaube, was sich auch gut anfühlt mittlerweile. Also wir sind ja so, also ich bin sowieso so viel allein. Hey, warum dann nicht auch an einem anderen Ort? Genau, ja. Und ich finde es ist ein enormes Gefühl von Freiheit, wenn man trotz Gruppe Ja. und trotz anderen Menschen so weit ist, in seinem Inneren, dass man sich traut zu sagen, hey, es ist nichts gegen euch oder so, sondern ich brauche einfach kurz eine Zeit für mich. Ich würde mich heute Abend rausnehmen oder ich würde mich einfach ja, kurz abkapseln und einen Spaziergang alleine machen. Ich brauche die Zeit für mich kurz. Und Ja. es ist ja nichts Beschämendes, aber ich finde, man muss einen bestimmten Bewusstseinsstadium haben, um das aussprechen zu können. Ja, tatsächlich nicht nur in solchen Situationen. Also ich habe da ein Beispiel von mir von gestern auch zu. Also, und da wird auch so deutlich, wie wichtig es ist, in sein Gespür zu kommen. Ich sitze gerade mit einer Wirtschaftsjuristin zusammen, die mir meine ganzen Datenschutzerklärungen macht, Einverständniserklärungen, meine Verträge macht, damit die alle rechtssicher sind, also sowohl für mich wie auch für Menschen, also speziell, wenn ich mit Unternehmen arbeiten will in Zukunft, dass das einfach professionell ist, ja, und dass weder mir noch meinem Kunden irgendwas passiert. Und ich war gestern vor 1,5 Stunden bei ihr und ich habe dann echt gemerkt, so Akku leer. Ja, und den Mut zu haben, dann auch in so einem Gespräch, in einem Geschäftsgespräch zu sagen, so, ich kann jetzt nichts mehr aufnehmen, es hat jetzt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt weiterreden. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin oder ich weiß ja, welche Hausaufgaben ich habe, aber für mich ist jetzt Ende. Ja. Ja, So. und das hätte ich früher nie gemacht. Früher hätte ich gedacht, nee, kannst jetzt nicht machen, ist total wichtig und musste durchhalten und das gehört jetzt dazu. Nee, also wenn ich nicht mehr zuhören kann,
Und merke, ich schalte ab innerlich. Und also das fühlt sich dann auch wirklich so an, als würde ich mich abschalten. Ja, also wie als würde ich mich beginnen zu dissoziieren, damit ich es aushalten kann. Und das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr dissoziieren, um irgendetwas auszuhalten. Das kann ich so gut nachvollziehen, was du sagst. Ja. Und wie du sagst, das dürfen wir in jeglicher Art von Beziehung leben können. Ja. Also so wie du jetzt rein geschäftlich mit einer Person, die ja, die sich, wo es muss gemacht werden zwar. Ja, und ich viel Geld für bezahle. Und ja, genau, denke ich mir. Und trotzdem darf ich auch, wenn es rein geschäftlich ist, es rausnehmen, wenn ich spüre, mein Nervensystem schickt mir klare Signale. Und ich brauche eine Pause oder ich brauche einen Break und wir machen bei einem anderen Termin weiter. Ich darf das sagen, das ist total natürlich. Und das andere, nicht natürliche, ist ja, dass es zig Menschen aushalten und es gar nicht wahrnehmen. Ja, genau, weil sie es so gelernt haben, ja. Und das ist ja, und das passt, finde ich, auch wiederum so schön zu dem Ursprung unseres Themas heute. Dieses Aushalten. Ich muss gar nichts aushalten. Ja, wenn mein Körper mir Signale schickt, darf ich die wahrnehmen und darf für mich herausfinden, was für mich das Richtige ist. Ja, ich mache das mittlerweile, also mache das mittlerweile auch im Freundeskreis. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder mit Freunden unterwegs bin oder keine Ahnung was, wenn ich spüre, ich werde müde, mir wird es jetzt zu viel, dann habe ich am Anfang, habe ich dann schon gedacht, oh Gott, also bisschen schrullig ist das schon irgendwie, ja, oder unfreundlich oder so, aber es bringt weder mir noch meinen Freunden etwas, wenn ich mich dann zu irgendwas zwinge, da noch weiter mitzumachen. Ja. Und ich finde, wenn wir mehr und mehr für uns sorgen und uns mehr Auszeit, wie auch immer, nehmen, um einfach uns innerlich zu stabilisieren, desto weniger wird ja dann irgendwann dieses Aushalten, weil dann wird ja die Kapazität für zum Bleiben und uns gut halten zu können, ohne Stress zu haben, wird ja stabilisiert oder erweitert oder wie auch immer. Also es wird, das eine nährt ja das andere. Also, weißt du, was ich sagen will? Ja. Doch, also ich finde, das passt auch zu dem Prozess, in dem ich ja bin, was ich vorhin erzählt habe, mit dem, dass ich feststelle, ich darf gar nicht so viel Pause haben, weil dann schwächt es mich eher, als wenn ich gezielt eine Stunde am Tag mache, wo ich mich auch bewusst hinlege. Also es gibt auch nur zwei Plätze, wo ich das dann so tue. Das eine ist in der Praxis, habe ich eine Matratze in so einem kleinen Kraftzimmer, wo ich entweder lege ich mich dahin zum Schlafen oder wenn ich zu Hause bin, lege ich mich in mein Bett. Also es gibt nur die zwei Orte. Also ich würde mich dazu auch, also das ist etwas, was ich meinem Gehirn mittlerweile vermittelt habe. Die zwei Orte sind die Orte, die für mich gut sind, zum zur Ruhe kommen. Auf dem Sofa würde ich lauter Arbeit sehen. Da würde ich sehen, oh, da liegt ein Hammer, da liegt eine Dose, die geputzt werden muss, oder. Ich kann nicht auf dem Sofa liegen, um zu relaxen. Das ist für mich, Sofa ist für mich mit Arbeit verbunden oder Wachsein. So. Aber wenn ich an die zwei Orte gehe, wenn ich in der Praxis bin, dann und nicht, es sich nicht lohnt, nach Hause zu fahren, dann halt dort. Aber die tun mir so gut. Da ist auch,
mein Gehirn mittlerweile darauf trainiert, zu wissen, runterfahren. Spannend. Und das ist echt cool. So. Ja, das glaube ich, das zeigt auch mal wieder, wie wir uns umprogrammieren können. Ja. Ganz bewusst umprogrammieren können. Ja. Ella, also was mir noch nicht genug erzählt zu deiner Natur. Also du erzählst, weil ich finde das total bewundernswert, ja, weil also ich finde es auch, ich liebe es, mich an Bäume zu lehnen mit dem Rücken, ja, also oder die Linde ist auch so ein ganz besonderer Kraftbaum für mich. Kannst du beschreiben, was es in dir auslöst, wenn du rausgehst? Also du hast beschrieben, dass du dich da auch verlierst, aber wie lange braucht dein Nervensystem zum Beispiel, oder kannst du es beschreiben, ob das lange braucht oder ob es dann so ähnlich tickt wie mein Nervensystem? Oh, Bett, liegen, schlafen. Tatsächlich braucht es eine bestimmte Natur. Also es braucht Weite. Ich brauche eine gewisse Weite, wo ich schauen kann, wo ich quasi so dieses Grenzenlose wahrnehmen kann. Das macht was mit meinem Inneren, also das weitet mich Ja. und gibt mir dieses Gefühl, frei zu sein. Also nicht gefangen in irgendwelchen Alltagsstrukturen oder in dieser Gesellschaft oder in alten Mustern vielleicht, sondern in der Natur habe ich das Gefühl, dass ich verbunden bin mit meiner Natur, also mit dem Unversehrten in mir. Ja. Und da braucht es schon so bestimmte Elemente, also der Wald zum Beispiel, auch wenn man im Wald jetzt nicht in die Weite gucken kann, aber der Wald an sich gibt mir dann eine Kraft. Vielleicht sind es die Bäume, so wie du gerade beschreibst. Dann ist es der See zum Beispiel, der mir so viel Ruhe gibt. Und so ein Ankommen und dass ich fließen darf. Also Ja. dass etwas in mir loslassen kann einfach. Aber um deine Frage mit einem Satz zu beantworten, ist wirklich so, dass ich in der Natur spüre, dass es etwas in mir gibt, das unversehrt ist. Also ich bin ein Teil der Natur, wenn ich in der Natur bin. Ja. Also völlig, so völlig ich, so ohne meine Kindheit, ohne meine Muster, ohne meine, was mich alles einfach so noch innerlich begleitet und noch da ist. Ja. Schön. Also das geht mir. Also das fühle ich, wenn ich liege und mich auf meinen Atem konzentrieren darf. Und da dann auch spüre, wie mein Herzschlag mal schneller geht und mal langsamer. Wie mit der Zeit aber alles auch flacher wird und ich eins mit mir und der Situation werde. Das genieße ich total. Was ich ganz spannend finde zu beobachten, ist, wenn ich in so einem Zustand bin, also ich habe noch nicht herausgefunden, warum ich, also ich habe eine Vermutung, warum ich so Angst vor Einbrechern oder unerwarteten Situationen habe. Also ich kann durch unerwartete
Geräusche da leider total schnell rausgerissen werden. Und dann ist auch rum. So, also dann schaffe ich es zwar, mich zu regulieren. Ich bin total dankbar für die 4-7-11-Methode von Verena, dass wir die gelernt haben. Dann wirklich den Atem und die Sekunden beim Ein- und Ausatmen zu zählen. Und dann irgendwann nach 11 denke ich mir, okay, wir machen es noch ein bisschen weiter, reicht noch nicht. Aber das zu spüren, wie sehr diese Nervenregulationstechniken auch wirken, ja. Und wenn es nur eine Anleitung ist, weil du es allein, also eigentlich kann man ja auch alleine atmen, ja, aber ja, und wenn es eine erste Anleitung dafür ist, durch eine Technik, die jemand dir beibringt, da dran zu kommen, ist ja egal. Also, und mir tut es total gut, das dann zu nutzen, wenn ich dann diesen krassen Herzschlag wieder spüre und aus meiner Ruhe rausgerissen wurde, das dann einfach wieder zu machen und zu wissen, es ist alles gut, hier ist niemand, es passiert dir gar nichts. Ja. Ja, ich kenne das so gut mit diesem diese Angst vor Einbrecher, oder wenn ich würde es heute anders nennen, Angst vor Überwältigung. Ja. Und sich quasi ohnmächtig zu fühlen. Ja, genau. Und das war, wow, das war, als Melinas Papa, als wir uns getrennt haben, war das für mich ganz, ganz schlimm, mit Melina getrennte Zimmer zu haben. Weil ich Angst hatte, es kommt ein Einbrecher und tut etwas meinem Kind. Und ich liege in der Starre in meinem Bett und kann ihr nicht helfen. Das ist meine, über Jahre hinweg, meine größte Angst gewesen, die ich hatte. Wenn ich dann Geräusche gehört habe nachts und dann genau gehört habe, irgendwann war es dann soweit, dass ich dann mich gewagt habe, auch aufzustehen und zu kontrollieren, ist da jetzt wirklich was, damit ich wieder schlafen gehen kann. Ja, interessantes Thema. Ja, das stimmt. Da können wir ja irgendwann eine extra Ja, genau, da können wir irgendwo machen. mal extra was dazu machen. Ohnmacht und Kontrolle. Liebe Ella, was steht denn bei dir jetzt die nächsten Tage noch Schönes an? Das Wochenende. Ja. Das ja wieder wunderschönes Wetter vorhersagt. Ja. Einfach Natur, ein bisschen Bewegung, bisschen was mit meinem Kind machen. Also nichts Großartiges. Einfach Ja. das, was uns so spontan einfällt. Okay. Und bei dir? Ja, ich fahre, also morgen habe ich, also ich mache ja eine Begleitung einer Firma aus Holzgerlingen beim Generationenwechsel. Da habe ich morgen früh die zwei Herren 4 Stunden da. Und am Freitag fahre ich dann nach Dormagen, das ist hinter Düsseldorf, zu der Fortbildung zum Thema Autismus und freue mich aber auch, dass ich son Samstagabend wieder zu Hause bin und dann Sonntag hier das Wetter genießen kann. Und was ich total schön finde, ist so, also ich freunde mich jetzt langsam damit an, dass Melina jetzt ja ausgezogen ist und so Stück für Stück bestelle ich mir Dinge, die den Raum dann füllen werden und weil ich so gerne schaukele, habe ich mir eine riesen, ich glaube 1,20 Meter Durchmesser Schaukel, so einen Sofa, Schaukelsofa für den Raum bestellt, den ich, aber ohne Gestell, den ich dann an der Decke befestigen werde. Und der kommt so in 5 bis 6 Wochen. Schickst mir mal ein Bild, wenn er da ist, wenn es Ja, da das mache ich. ist. Also ich freue mich so drauf. Also ich habe ganz, ganz lange überlegt, was mache ich, ja. Und weil ich, ja, ich habe ja ein Wohnzimmer, aber ich habe so für mich gedacht, ich will noch mal einen Rückzug für mich haben. Irgendwas, wo wirklich meins ist und nicht 1.000 Leute noch drauf sitzen.
Und da habe ich mich jetzt letztes Wochenende durchgerungen, das Ding zu bestellen. Voll schön, Ja. weil oft will ja das innere Kind auch so ein bisschen schaukeln. Ja. Und das stelle ich mir total schön vor. Ja. Ein Freund von mir hier aus Holz, hier aus Weil, der Alexander Gerlach, ist Künstler. Aha. Und der hat irgendwann aus Straußeneiern eine Skulptur erstellt, also so in der Größe. Und in dem Straußenei ist eine Schaukel. Und als ich das gesehen habe, habe ich zu ihm gesagt, Alex, das darfst du nicht verkaufen. Das ist meins. Also er hatte mehrere, aber das ist meins. Wenn ich irgendwann das Geld dafür habe, ist das meins. Und tatsächlich ist es so, wenn ich symbolisch etwas dafür brauche, dass mein Kind schaukeln gehen kann, oder bald schaukeln gehen möchte, kriegt die Schaukel da drin einen Schubka. Toll. Und ja, Wie schön. also irgendwann war es dann mein Straußenei mit der Schaukel. Ich wollte gerade sagen, also das Ei ist inzwischen bei dir angekommen und Ja. eingezogen. Oh, Ja, schön. Ja. und ich liebe es total. Also der Alex macht so schöne Kunst. Ist wirklich toll. Ich glaube, ich habe ihn gesehen auf, kann es sein, in Böblingen Ja, damals. genau. Das ist der, der den Dodekaeder auch gebaut hat. Ja, Genau. genau. Von ihm Ja. habe ich auch den Dodekaeder in der Praxis. Und er macht viele Engelskulpturen. Also er hat jetzt gerade in Hechingen ist er in einer Villa. Oh Gott, ich habe es vergessen. In einer Villa in Hechingen macht er gerade mit dem Künstler Goji, heißt er, glaube ich. Haben sie gerade noch bis diesen Samstag eine Ausstellung, er mit seinen Engelsfiguren und seinen anderen Skulpturen und der Maler, der auch energetisch malt. Es soll ganz, ganz toll sein. Genau, da ist er gerade. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir Ja, machen genau. bezahlte Werbung für wen? Alexander Gerlach. Und ich glaube, die Villa heißt Villa Eugenia in Hechingen. Und da ist die Ausstellung gerade von Gucci und Alexander Gerlach. Und ansonsten einfach, ja, Alexander macht auch so tolle Dinge. Einfach Ja. googeln. Genau. Ja. Okay, liebe Ella, dann, liebe Zuhörerinnen und Ella und überhaupt alle Menschen, kommen wir heute für heute wieder langsam zum Schluss. Ich freue mich total, heute Abend dann alles wieder zu schneiden und Ja, dann. vielen Dank nochmal, Maren, an dieser Stelle für deine Arbeit. Wirklich, ich könnte es nicht. Also Mir macht es vielen Dank. total Spaß. Also von daher sehr, sehr gerne. Super. Ella, ich wünsche dir 2 schöne Wochen. Das wünsche ich dir auch. Hab viel Ja. Spaß mit deinem Cabrio-Fahren. Ich war so traurig am 1. April, dass das Wetter so schlecht war. Aber seit Freitag fahre ich. Aber es wird ja Ja. am Ende wieder und es wird immer besser. Genau so sieht's aus. Alles klar, du und liebe Zuhörer, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Bis Wiedersehen. dann, ciao.